Ach Leute, die Apokalypse ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Tag und Nacht wehr ich hier Zombies ab. Weit und breit ist hier keine Menschenseele. Ich bin vollkommen allein. Wo soll das nur noch hinführen? Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Gameplay und wir zocken heute Undead Development. Ja, wir sind hier in so einer Art Bunkeranlage noch und ja, hier steht eine Schrotflinte. Das Spiel ist so ein bisschen in einer Comic-Grafik gehalten, also wie es auch Headshot VR benutzt zum Beispiel oder viele andere Spiele. Ich weiß nicht, wie man diesen Comic-Grafik-Stil nennt. Mir gefällt er aber auf jeden Fall sehr gut. Besonders in VR, auf Flat würde ich jetzt sagen, ne, ist nicht so mein Fall, aber in VR gefällt er mir. Ja, bei Undead Development geht es sich darum, dass eine Zombie-Apokalypse ist und wir spawnen in einer Stadt und müssen da erstmal Materialien, Werkzeuge, Waffen, Munition sammeln und uns dann irgendwann im Haus verbarrikadieren. Das können wir hier mit dem Hammer machen. Mit dem Hammer kann man alles Mögliche an Türrahmen nageln, an Wände und so weiter. Und das ist eigentlich das wichtigste Werkzeug hier in dem Spiel. Ist echt cool gemacht. Zeige ich euch mal kurz hier die Waffen. Zum Beispiel das haben wir, da haben wir eine Schrotflinte. Nachladen einfach zum Gürtel. Wir haben hier so vier Slots, wo wir Werkzeuge, Waffen und so weiter reinpacken können. Da liegt auch noch was anderes. Na komm. Da stehen Flaschen, da gucken wir mal. Schönes Sturmgewehr. Man muss ja so Sachen freischalten, wie wir hier sehen. Und vielleicht kann man dann hier irgendwann ja auch eine Basis bauen. Hier geht zum Beispiel raus. Da habe ich euch ja eben im Vorspann schon was gezeigt. Kann natürlich sein, dass wir hier irgendwann auch mal bauen können und dann hier so Horden aus dem Wald kommen. Natürlich auch cool. Ja, Undead Development ist ein Solo-Projekt, also der Entwickler ist komplett alleine. Hut ab. Und ja, das Spiel ist eigentlich, also meiner Meinung nach, prädestiniert für Koop-Matches. Und ja, leider hat da der Entwickler mir keine großen Hoffnungen gemacht, dass da so bald ein Koop-Modus kommt. Besonders weil er da halt alleine ist und das viel Zeit in Anspruch nimmt. Echt schade, weil das in Koop wäre mit Sicherheit fantastisch. Also würde mir auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß machen. Wäre cool, wenn das irgendwann nochmal umgesetzt wird. Das Spiel ist immer noch in der Early Access, also es gibt immer noch Bugs und so weiter. Es läuft nicht immer mega flüssig, aber trotzdem cool gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins erste Level. Also viel Spaß. Ja, da sind wir auch schon. Jetzt können wir uns erstmal hier eindecken, sag ich mal. Mit Munition. Also mit der Grip-Taste kann ich hier Sachen aufheben. Dann seht ihr diesen Dings. Und ich kann aber auch hingehen und das nehmen. Oh, jetzt habe ich den Splint gezogen. Kriege ich den Splint jetzt wieder rein? Nein. Aber, wie wir sehen, wir haben schon Bauteile gemacht. So. Die packe ich mir jetzt einfach mal so. Genau, das ist das Besondere an dem Spiel, das wollte ich euch zeigen. Man hat einen Rucksack, also wir müssen gleich raus und allerhand Sachen sammeln. Und alle Sachen, die man sammeln, fallen hier hin. Und damit kann man nachher hier diese Löcher und Türen verschließen. So, hier sehen wir überall noch so Fallen. Die sind auch echt wichtig. Kann man so vor diesen Löchern setzen. Ich hoffe, es läuft flüssig bei euch. Wow. Schon auseinandergebaut hier. Bei mir hakt es ab und zu ein bisschen, aber nicht wirklich tragisch. Ja, hier liegt schon alles. Den Hammer nehmen wir uns mal mit. Jetzt zeige ich euch mal kurz dieses
Oh, was man hier bauen kann oder wie man bauen kann. Jetzt können wir uns den Hammer packen. So. Ich möchte das so, dass ich so ein bisschen auch noch was sehen kann. Hier könnten wir dann eventuell die Fallen auch wieder rausziehen. Das ist gar nicht so schlecht. Hier können wir noch drüber schießen. Das ist gar nicht so verkehrt. Das müssten wir auch mal hier. Okay, hier können wir keinen Nagel reinmachen. Komisch. Wollte aber jetzt nicht den Hammer loslassen. So. Können wir das jetzt hier auch annageln? Oh. Ha, hier können wir uns nachher so. Oh. Okay. Den haben wir krumm gezogen. Können wir die auch rausziehen? Ja, okay. Ne, da kann man jetzt gar nichts drauflegen, da hat er irgendwie Probleme mit. Ist aber auch egal. So, hier haben wir schon mal einen echt kleinen Schutz. Ich weiß nicht, wie stark die Zombies sind und wie schnell die irgendwas kaputt machen. Dann gehen wir mal raus, dann looten wir mal ein bisschen. Da haben wir zum Beispiel eine Axt. Okay, kann man nichts kaputt machen. So, wir können auch teleportieren. Mach ich auch mal, weil ja, laufen geht eigentlich relativ gut. So, alles mal in den Rucksack reinpacken. Hier ist wieder was. Kann man hier noch irgendwas? Okay. Da liegt Munition. Und von allen Richtungen kommen nachher Zombies. Also müssen wir uns jetzt erstmal gut vorbereiten. Ja, hier haben wir so ein Holz. Packen wir uns auch direkt in den Rucksack, dass es in unserem Haus landet. Das im Koop wäre echt geil, wenn man sich so ein bisschen zusammen vorbereiten kann auf die Wellen, die da kommen. Aber ist auch verständlich. Ah, wir haben einen neuen Hammer. Nö, nee, kommt kein Geräusch. Aber du bist fast schon raus, würde ich sagen. Nein, nicht du. Boah. Oh, das ist ein Schuhkarton. Man kann ja auch Waffen freischalten. Es gibt einen Baum, glaube ich, den man dann immer wieder ja, neue Sachen freischaltet. Sieht schon echt witzig aus. Besonders dieser Look. Ist auch relativ übersichtlich, die ganze Map hier. Alles einpacken, alles was im Haus landet, haben wir schon mal sicher. Ich weiß auch nicht, ob wir nachher noch mal rauskommen. Gucken wir mal, da liegt noch was. Kommen wir da hoch? Ja. Ha. Munition. Können wir die hier auch aufmachen? Nee, okay, das geht nicht. Da ist noch irgendeine Kiste oder ein Karton. Boah, da war aber einiges an Muni drin. Na,
Die Fallen, von denen ich ja eben am Anfang gesprochen habe, die sind auch echt gut. Die kann man auch, wenn die ausgelöst haben, immer wieder neu spannen. Kann man hier auch hoch? Nein. Hm? Liegt noch ein Gewehr. Wie bei Walking Dead hier. Und mal schauen, wie wir uns dann gleich schlagen. Können wir hier auch sowas mitnehmen von dem Panzer? Ne. Das Geschütz wäre nicht schlecht. Wow. So, das ist unser Haus. Liegt hier noch irgendwo jetzt was? Ja. Hast du zum Beispiel Holz? Jetzt mal kurz gucken, ob noch irgendwas nachspawnt, aber glaube ich nicht. Doch, da hinten. Das. Oder haben wir das eben übersehen? Kann natürlich auch sein. Was bist du denn für einer hier? Okay. Weiß ich erstmal nichts mit anzufangen. Da liegt Holz. Holzi Holz. Wieder Holz. Desto mehr, desto besser. Ah, hier liegt wieder eine Kiste. Der unendliche Rucksack. So. Sieht dann nicht mehr so aus, als da noch was nachgespawnt wäre. Wir auch nicht rein, okay. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was wir haben. Okay, allerhand Material. Sauers. Okay, packen wir das mal hier hin. Ich will das auf jeden Fall so bauen, dass wir eventuell wieder auch rankommen. Das heißt, so irgendwie. Daran können wir wieder was machen und so weiter und so fort. Boah. Sind da schon mal massive Holzplatten. Okay, da geht nichts mehr. Dann können wir erstmal wegpacken. So, jetzt nehmen wir uns mal hier so einen dicken Holzbalken. Können wir dann noch irgendwie hier so vormachen. Ja. Ja, hier so. Macht echt Spaß. Okay, da können wir jetzt nichts mehr dran machen. Das packen wir mal.
hier noch so einen Balken hin. Dann kommen wir immer noch da dran. Da kann man keinen mehr dran machen, okay. So, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Kann man das auch nehmen hier? Nee. Ist mit der Heizung? Okay. Also die Heizung können wir benutzen. Okay, weiß ich noch nicht, wie wir die einsetzen. Ja, die können wir jetzt nicht mehr auseinanderbauen. Oh je, hier haben wir auch einiges zu tun. Da will ich auch wieder irgendwie an die Dings drankommen, deshalb wäre blöd, wenn wir da alles zu haben. Das will irgendwie nicht halten. Doch. Ah, das ist aber nicht. Das ist aber nicht gut. Haben wir die nur? Mit dem haben wir hier rausziehen, die Nägel. Guck ich jetzt mal. Dann hat er doch auch noch einen Vorteil, der Hammer. Ja, okay. Ist ja gar nicht verkehrt, ne? Aber der hält jetzt immer noch. Obwohl die Nägel alle raus sind. Okay, dann nehmen wir uns hier mal so Latten. Und dann mit Sicherheit prima hier vormachen. Ja. Okay. Wenn wir das hier drauf hämmern. Hier, da ist nichts mehr. Schade. Oh, es könnte echt ein bisschen flüssiger laufen. Ein kleiner... kleiner Kritikpunkt. Ich versuche mal ganz kurz, ob das klappt. Options, Grafik. Stelle ich mal kurz auf Low. So, da sind wir wieder. Vielleicht ist es doch besser, auf Low zu spielen. Ich baue mir ein paar Sachen zusammen, du. Oh je. Wenn man jetzt hier... Ha! Mir da gelacht. Wenn wir hier nichts Vernünftiges hinkriegen. Okay, 2. Okay, das kann man gar nicht anders machen. Kann man hier so ein bisschen halten davon? Weiß ich nicht. Gehen wir mal zur nächsten Tür. Ist denn, wenn wir von außen mal anfangen? Das probiere ich aber jetzt mal. So. Klappt sogar noch. Sehr gut.
So, wenn wir jetzt hier noch was abkriegen würden. Was ist mit dem hier? Das will er nicht. Versuchen wir hier mal so ein bisschen. Die hier nicht lang kommen. Also Nägel durch den Heizkörper machen, das ist ja kein Problem, ne? Das macht aber echt Spaß, hier irgendwie was zu bauen, dass die hier nicht durchkommen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass ich da auch noch was reinmachen kann. Okay, jetzt können wir die Tür zumachen. Dann haben wir da. Und da so ein bisschen mehr Schutz noch. Okay, nächste. Und Leute, das ist doch, das wäre doch super geil in Koop, oder? Wenn ich hier zusammen so eine kleine Basis aufbauen kann. Also ich fände es mega. Aufmachen wir ums Haus. Hier wollten wir dann noch was machen. So, okay. Da liegt was, da liegt was. Okay, ein paar Sachen lassen wir noch. Lassen wir noch hier. Das sieht doch eigentlich gut aus, oder? Machen wir nochmal eine kleine Runde, ob irgendwas gespawnt ist, was wir gebrauchen können. Ich glaube aber, da spawnt jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgegrast. Nee, das sieht nicht so aus. Okay. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir starten die Wellen. Wir sind gut vorbereitet, würde ich sagen. Los geht's. Vielleicht können wir auch die ersten noch ein bisschen draußen abfahren, oder kann ich jetzt gar nicht mehr raus? Ne, ich kann jetzt gar nichts mehr raus, okay. Aber ich habe es natürlich klug gemacht. Man kann nicht durchgucken. Aber ich würde sagen, man hört die auch gleich. Da kommt was. Okay, so weit kann das Ding nicht schießen. Ha! Komm doch her! Jetzt mal wie ein echter Gangster hier. Wo bist du? Ja, ich höre dich, Junge. Lässt du mein Zeug in Ruhe? Ha! Boom in your head! Bullet in your head! Da, 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 wo? Ha!
Oh, davon haben wir viel. Viele Schuss. Boah. Die kann was. Da hinten kommen zwei. Ha! Guten Tag! Boom! Meinst du, ob wir die jetzt kriegen? Haha! Die kann was, die Knarre. Definitiv. Ich dachte schon, der wäre kugelsicher, der Typ. Cool, wäre natürlich, wenn man hier noch Fenster hätte. Das hätte ich aber dann besser bauen müssen. Aber ich kann ja so ein bisschen auf 10 Spitzen gehen. Da kommt wieder einer. Sollen wir den mal die Beine wegschießen? Boom! Ach, guck mal! Welle 1 komplett, okay. Wir haben 2 Minuten Zeit, bis die nächste Welle startet. Kann ich den jetzt auch noch wieder rauslooten? Jo, kann ich. Ziemlich wichtig wären Munition. Oh, Leute, guckt euch das an. Also jetzt muss man hier ganz schnell durchrushen. Das mache ich jetzt mal im Teleport, weil sonst eventuell das nicht schaffen. Irgendwas? Nee. Da ist noch eine Granate. Okay, da liegt kein Holz mehr und nichts, okay. Da liegt noch irgendwas, oder? Nee, das war's. Das war's. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken. Gucken, ob gleich noch so ein Timer kommt, so eine Erinnerung. Das Motto, jetzt Junge, jetzt musst du ins Haus. Aber die Waffe hat ja Spaß gemacht. Die Eagle, würde ich sagen, ist das. So. Wir sind bereit, oder? Welle 2 beginnt. Welle 1 war ja nur eine kleine Vorbereitung. Die Musik verrät schon, es wird nicht leichter. Ab und zu habe ich so kleine Haker drin. Also wenn ich nochmal baue, dann baue ich das, glaube ich, mehr wie hier. Hier habe ich echt eine gute Übersicht. Ha! Doppel-K.O. würde ich sagen. Wo? Da. Da will jemand durchbrechen. Wir sollen mein Haus in Ruhe lassen. Oh, da rollt der Schädel. Okay, das muss irgendwo da sein. Ja. Und boom! Ne? Jetzt aber. Bla bla bla. Bla bla bla. Oh. Bla.
Die platzen ja so schön weg. Okay. Es ist Zeit für Big Mama. Ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht hier. Die anderen, das gefällt mir nicht so ganz. Kann ich das nicht nehmen? Ah, das ist zu weit weg. Okay, dann muss man das nachher nochmal neu starten. Boah. Okay, jetzt habe ich mir das selber kaputt gemacht. Aber egal. Schnell raus. So, das Ding müssen wir auch nochmal neu justieren. So. Nochmal so eine Munitionskiste wäre gar nicht verkehrt. Ich glaube, das nächste Mal wird echt hart. Maschinengewehr. So. Dann würde ich sagen, dann bauen wir jetzt noch mal ein bisschen was, oder? Müssen wir so bauen. Warum will der denn nicht? Das wäre doch perfekt hier so. Okay, egal. Oh, hier sehen wir schon, dass das Material kaputt ist. Wie sieht's denn hier aus? Ja, ist auch nicht mehr so. Mist. Boah, was war das für einer? Ich nehme jetzt zwei Diegel. Da habe ich am meisten Munition von. Wenn ich jetzt hier dran komme, heißt es. So. Kollege, lass doch mein Haus in Ruhe. Don't touch it! Ha. Ah, da liegt der Kiefer. Hast den Mund zu voll genommen, Junge. Da ist wieder einer. Okay, den haben wir schnell erledigt. Oh, ich bewege mich hier im Raum. Sind irgendwelche besonderen Zombies da?
Wow, was geht da? Okay. Jetzt wird es langsam kritisch, glaube ich. Mann, lass doch meine Barrikaden in Ruhe. Und ist Ruhe? Was kommt denn da für ein Roter an? Ha. Der Rote hat nicht so viel eingesteckt. Wo ist die Diegel? Da ist die zweite Diegel. Oh, ich hab deine Beine abgeschossen. Ach, der arme Kerl. Ja, komm zu mir, Junge. Komm zu Tupac. Okay, der hat es schon so aufgegeben. Ja, Leute, jetzt müssen wir echt gucken. Brauchst noch ein paar Sachen irgendwie reparieren. Ist echt nicht gut. So. Das ruckelt jetzt echt stark. Kann natürlich auch sein, dass es an der Aufnahme liegt, dass das Spiel das nicht so gut verkraftet. Oder meine Grafikkarte eher gesagt. Aber wie gesagt, es ist ein Early Access Spiel und halt noch nicht top optimiert, wie man das so gewohnt ist. Okay. Dann ist Muni. Hätte ich fast vergessen vor lauter. Sonst noch irgendwo eine Kiste. Da liegt noch Muni. Nee, ist auch schon. Ah, da ist noch was. Vielleicht hinter den Häusern noch. Nee, okay. Da, da ist noch eine Falle. Ja, super. Die sind wichtig, die benutzen wir auch jetzt direkt. Oh, fuck. Aber die kann ich doch hier bestimmt. Ich weiß nicht, ob die jetzt funktionieren. Ist natürlich blöd. Kann ich die hier durch? Ja. Anfangs sind die ja kein Problem, aber das wird ja nachher nicht besser. Oh, der Rote, den holen wir uns. Wer weiß, was der mit unserer Wand hier anstellen kann. Mit unserer Barrikade. Wie sieht's hier aus? Oh Gott.
haben wir aber eine Menge, ey. Da ist wieder irgendwas kaputt gegangen. Jetzt fängt es ruckelig an. Fängt es an, ruckelig zu werden. So, Mann. Was ist denn jetzt hier los? Boah, das ist jetzt so ruckelig, das läuft gerade gar nicht mehr. Oh je, oh je. Wenn ich die überleben sollte jetzt hier, die nächste werde ich nicht überleben, die nächste Welle. Wie soll ich das denn nochmal kitten hier, ey? Kiste irgendwo, Kiste, Kiste, Kiste. Brauche ich da eigentlich eine mega Kiste mit Baumaterialien und alles? Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht gar nicht gut aus. Boah, komm hier! Oh, pack das wieder weg. Okay, dann müssen wir es so machen. So. Kann man das so wieder reparieren? Okay, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Dann hätten wir was reparieren können. Aber so. Deshalb ist das jetzt auch meine letzte Runde wahrscheinlich. Okay. Komm irgendwo dran. Ah, oh, fuck. Ich muss noch irgendwo was bauen hier. Sonst ist es das gewesen.
krieg ich auch nicht da dran. Kann doch nicht sein, ne? Ne. Okay. Ist wieder so ruckelig, weil die ganzen Zombies kommen. Ist kaum noch spielbar. Nee. Der lädt jetzt auch gar nicht mehr nach. Jetzt rauslaufen? Also ich habe jetzt gefühlt nur noch... ...5 FPS oder so. Oh Gott! Ist das das Ende von Tupac? Das wird das Ende von Tupac sein. Okay, jetzt kommt unsere Abrechnung. 21 Kills. Wow. 185. Puh. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Spiel hier gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, macht Spaß. Ja, wie schon tausendmal erwähnt, im Koop wäre das natürlich der absolute Hammer, aber gut, ist nicht. Am Ende hat die Performance echt nicht mehr so wirklich hingehauen und ja, man hat gemerkt, okay, desto mehr Zombies kommen, desto mehr knickt irgendwas hier ein und es läuft nicht mehr rund. Aber hat trotzdem Spaß gemacht und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich echt über ein Like freuen. Und wer den Abo-Button noch nicht gedrückt hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Abo-Button mal drückt. Und ja, dann nicht die Glocke vergessen, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.